Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Yeah! So, wir sind hier bei der Mine der Goronen. Ja, bei der Mine der Goronen, denn wir waren ja schon drin. Ich glaube, zwei Parts, zwei oder drei. Und ich wollte euch das kurz zeigen. Also, man bekommt ja in den Dungeons, in den Tempel immer diese Tante. Und dann kann man sich rausteleportieren. Das habe ich gemacht. Offscreen im letzten Part habe ich angesprochen. Und das zeige ich euch jetzt kurz, wie man zurückkommt. Einfach hier, das ist der Freund von Tante oder keine Ahnung, irgend so ein Vieh. Und da kommen wir einfach ganz schnell zurück an die Stelle, wo wir rausgegangen sind. Das ist sehr praktisch für mich, weil ich nicht immer so lange aufnehme und nicht den ganzen Tempel an einem Stück mache. Und dann muss ich nicht, weil wenn man dann beendet im Dungeon ohne Tante, dann kommt man wieder beim nächsten Start zum Anfang und das ganze Stück laufen, das ist so nervig, besonders wenn man schon weit ist im Dungeon. Wir schauen gleich mal auf die Karte. Wie weit wir denn schon sind. Das war dumm, danke Rubin. Das ist manchmal zu nervig. Oh, haben wir noch einen Schlüssel? Ja. Oder wird da immer eine 1 angezeigt? Ne, wir haben noch einen. So. Gut, wir sind jetzt hier am Anfang des Raumes, aber oh, ich glaube, hier haben wir sogar aufgehört. Denn wir haben hier einen Fail gemacht. Wir sind hier hochgegangen schon. Es hat alles wunderbar geklappt. So, und dann bin ich da runtergesprungen, ich Depp. Und wollte hier oben das Ding mit einer Steinschleuder aktivieren. Das geht aber nicht. Man muss echt da mit dem Schwert ran. Habe ich hier irgendwie noch was vergessen? Ich weiß, da unten habe ich eine Truhe geholt. Das heißt, wie taucht man nochmal? Achso, natürlich. Mit den Eisenstiefel. So, da. Ach so, der Stein ist natürlich wieder an seinem Platz. Okay, jetzt hoch, bevor uns die Luft ausgeht. Nicht aufgeht. So. Brauchen wir ein Herz? Nee. Ja, wir müssen Herzteile sammeln, aber wie gesagt, wir. Uns fehlt, glaube ich, noch ein. Ich drücke wieder alle Tasten. Nee. Uns fehlt noch ein Herzteil. Scheiße, haben wir in dem Dungeon jetzt schon ein Herzteil? Ja, genau, wir haben schon eins. Und zwar auch hier an so einer Stelle sind wir einen kleinen Weg oben an der Decke gegangen, dann sind wir zur Truhe gelangt. Das heißt, ein Herzteil fehlt uns noch hier im Dungeon und dann bekommen wir noch einen Herzcontainer. Wunderbar. So, das ist aktiviert. Das heißt, einfach hier runterspringen mit den Eisenstiefel. Sehr schön. Und diesmal machen wir den Fail nicht mehr. Das wird mir aber sehr oft noch passieren, dass ich unnötig Scheiße baue. So, und so habe ich ja überlegt, ob das überhaupt von der Zeit her geht. Und das geht natürlich. Komm. Komm. Oh, oh leck, das da war mehr Glück als Verstand. Ich bin ins Wasser gesprungen. Sind die tot? Die sind tot. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, das sind die Dinger. Ich hasse die. Da sieht man das Auge. Wenn ich zu nah bin, dann kommt da Laser raus. Die kann man, glaube ich, mit dem Schwert töten. Mit dem Pfeil und Bogen. Aber ich habe hier noch keinen. Ich habe immer noch die beschissene Steinschleuder. Okay. Ah, jetzt haben wir Tante nochmal. Da auf B gelegt. Deshalb machen wir das ganz schnell. Ändern wir das ganz schnell, weil es nervig ist. Wo ist denn das andere Herzteil eigentlich? Wir haben immer noch keine. Was haben wir denn eigentlich? Haben wir eine. Die Karte haben wir. Wo steht das nochmal? Wo steht das? Achso, hier, genau. Achso, genau, wir müssen hier diese Schlüssel oder diese Fragmente sammeln. Einen haben wir. Bei den Ältesten der Goronen. Die Karte haben wir, sehr schön. Aber uns fehlt immer noch der Kompass. Ich gehe da mal hoch. Ich glaube, die haben geschossen. Da hat man es kurz gesehen. Weiß jetzt nicht, ob man vorbeigekommen wäre. So einfach an den Typen da. Oh, wir haben schon 4 Minuten. Bin erst im nächsten Raum. So, bin ich jetzt hier richtig? Ging es nämlich auch nach rechts. Oh, da ist eine Truhe. Die will ich natürlich. Super. Da muss ich das so machen. Ja, ein bisschen Zeit gespart. Aber ist egal. Also da ich jetzt runtergesprungen bin und direkt aktiviert habe. Aktivieren. So, Link, nee. Okay. Haben wir hier, was wäre schön? Ein Kompass wäre schön. Aber es scheint nur ein Rubin zu sein. Oh, das ist sehr cool. Das zweite Herz da hier im Dungeon. Und wir haben ein komplettes neues Herz bekommen. Das gefällt mir.
Sehr schön. Dann muss ich darauf nicht mehr achten. Wir bekommen ja in jedem Dungeon noch ein Item. Ich weiß gar nicht, wie ich... Na, was bekomme ich denn hier? Oder habe ich hier schon die Stiefel bekommen? Ne, die habe ich ja im Dorf bekommen. Habe ich ja gebraucht, um hier erst auf den Berg zu kommen. Das machen wir mal ganz... Moment, ich will erst drüber. So, erst zu den Truhen. Für einen Rubin und, glaube ich, nicht mehr eingesammelt. Ja. Moment. Vielleicht so? Hä? Ah, so. Ich wusste doch, dass man die durchschneiden muss. So, da haben wir hier die Brücke. Schlüssel haben wir, sehr schön. Was ist jetzt mit den Typen hier? Die machen eigentlich gar nichts, ne? Oh, das wollte ich mir ersparen. Jetzt sehen wir das kurz, wie die schießen, aber die sind ein bisschen zu lahm, dass sie mich treffen. Ja, das hat man kurz gesehen. So, ganz schnell rein. Es dauert noch ein bisschen, bis wir zum Endboss kommen, aber das ist natürlich klar, die Dungeons werden etwas schwieriger mit der Zeit und dauern natürlich länger. Ist ja erst der zweite Dungeon. Also so schwer ist er noch nicht. Ich habe ihn ja schon zweimal gespielt, aber ja, ist auch schon länger her. So, die schießen mit Pfeilen, mit Feuerpfeilen. Brauchen wir nicht, aber dankeschön. So, was haben wir denn hier? Da ist wieder so ein Transportding. Müssen wir erst aktivieren. Müssen wir aufpassen, die schießen. Das ist, gerade ein bisschen verwirrend gemacht. Wo muss ich denn lang? Nein. Ich glaube, ich muss da noch hoch. Ich laufe jetzt einfach mal scheiß drauf, wenn ich getroffen werde. So, was hat... Oh, da ist... Oh, oh. Da ist ein Typ. Da kommen wir anscheinend noch nicht vorbei. Moment, was haben wir hier? Das sind nur Truhen, okay. Ne, da kommen wir noch nicht vorbei. Ich habe es ja schon angesprochen. Okay, dann weiß ich jetzt anscheinend, was wir für ein Item bekommen. Wir haben keinen Schlüssel. Ist hier ein Nee, Schlüssel sind nicht in Ruhe. Moment, muss ich das runterstoßen? Oder ziehen? Nee, Moment, da ist eine Leiter. Ich kann da gar nichts machen. Ich scheiß jetzt mal auf die Leiter, ich gehe weiter. Achso, nee, ich scheiß nicht auf die Leiter, ich gehe runter. Was ist mit dem Ding hier? Wow, bin ich. Da ist die Leiter, okay. Das ist verwirrend gerade. Moment, ich hab doch Dings hier. Sowas. Ich hab doch auch ein kleines Spielzeug. Damit fetze ich die erstmal, die nerven nämlich. Ist viel besser als Steinschleuder. Oh, die sind aber nur. Oh fuck, die sind nur verwirrt. Okay. Da geht's weiter. Shit, ich weiß nicht wo lang. Nein! Oh, Junge. Soll ich da mal weiter? Ich glaube, da geht's noch nicht weiter. Ich schwimme einfach mal da lang. Wird zwar anscheinend nichts bringen. Was ist das? Ist hier jetzt bestimmt irgendwo noch eine Truhe? Ne, da ist wieder so eine Brücke. Die müssen wir wieder runterlassen. Wo geht's hier weiter? Komme ich doch von oben irgendwie weiter? Wahrscheinlich schon, ne? Bestimmt wieder irgendwas übersehen. Das heißt, ganz schnell hoch. Nein. Nee, mit A kommt man nicht schnell hoch, da fliegt man runter. So, soll ich sagen, in dem Part schaffen wir fast nichts, aber wir haben ja immerhin ein Herz bekommen. Ja, da brauche ich einen Schlüssel, ich habe keinen. Eventuell finde ich... Oh, fuck. Finde ich einen Schlüssel hier unten im Wasser, das kann ja auch sein, ne? Komme ich hier echt nirgendwo weiter? Moment. Jetzt bringt auch nichts. Shit, ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Deshalb springe ich mal hier runter ins Wasser. Geht nicht. Shit, wo ist der scheiß Kompass? Haben wir hier irgendwo eine Truhe? Eine Truhe wäre cool. Da ist doch irgendwas. Wenn da ein Schlüssel drin ist, das wäre sehr schön. Oh, ganz langsam das Schwert rausholen und ganz langsam zur Truhe. Was haben wir hier? Komm bitte, Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel. Baby, gib mir einen Schlüssel. Scheiße. Ein fucking Rubin. Das gefällt mir gar nicht.
Das war ganz nett, aber im Moment hilft es mir nicht weiter. Ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich früher hier aufgehangen habe. Eigentlich immer, wenn ich gespielt habe. Also zweimal. Das dritte Mal hänge ich immer noch hier. Sehr schön. Hier muss doch noch irgendwo eine Truhe sein. Irgendwo. Irgendwo eine Truhe. Was haben wir hier? Ist das ein Krug oder was ist das? Ne, ist nur ein Fass oder so. Uleg. Also ich brauche einen Pfeil und Bogen, um den Typ da wegzumachen. Und ich brauche einen Schlüssel. Das ist dumm. Da komme ich nicht hoch. Och, Mano. Komme ich hoch? Ja. Bringt's mir irgendwas? Nein. Von der anderen Seite. Ich habe irgendwas übersehen oben. Da gibt es bestimmt einen Weg hoch. Von da bin ich gekommen. Links und rechts ist noch ein Weg. Achso, Moment. Achso, ich... Treffen die mich? Nein. Achso, Moment. Hä? Wie aktiviere ich denn die Scheiße da? Das Ding hier. Ich brauche irgendwie was zum Aktivieren. Irgendwo ein Knopf. Das bringt echt nichts hier. Achso, Moment. Vielleicht so. Mit den Stiefeln. Nein. Nein. Shit. Ich bin echt verwirrt gerade. Uleg. Das sollte einem aber nicht passieren. Oh, da ist ja noch ein Truhe. Aber wahrscheinlich nur ein Rubin. Ein Schlüssel. Na geil. Na super. Ja, wenn man sich nicht richtig umguckt, dann kann es ganz schnell passieren, dass man verwirrt ist. Da war ich ja eben zweimal vorbeigelaufen. Egal, wir gehen noch rein. Oh, wir kommen, glaube ich, zum nächsten Kron gleich. Zum Ältesten. Ja, das an, jupp. Ganz schnell rüber, sehr schön. Okay, da geht es also um Zeit. Haben wir noch was? Nee, das ist der... Achso, wenn ich runterfalle, okay. Ah, okay, ich verstehe. Ich muss da hoch und dann ganz schnell aktivieren. Einmal kurz warten. Und dann weiterlaufen. Boah, die Kamera ist ein bisschen verwirrend gemacht, aber packen wir das? Jo, das packen wir. Okay, gibt es hier sonst noch was? Ja, da ist noch ein Raum, okay. Und zwar hier. Ah, da kommen wir von oben, okay. Das heißt, hier müsste eigentlich der Älteste sein. Der Älteste, genau. Der zweite Älteste. Der uns ein neues Fragment anscheinend gibt. Oh, erstaunlich, dass du es unversehrt bis hierher geschafft hast. Ich bin einer der vier Ältesten der Goron. Man nennt mich Don Ebizu. Wenn du es bis zu mir geschafft hast, weißt du sicherlich schon Bescheid, oder? Jupp, wissen wir. Also nimm das hier und zieh deines Weges. So, du hältst ein Schlüsselfragment, genau. Weil wenn wir alle haben, ist das ein Schlüssel und dann kommen wir zu dem Boss, den die eingesperrt haben, weil er böse ist. Scheint unser Endboss. Ach, jetzt, da ich dich vor mir sehe, fällt es mir wieder ein. In dieser Mine soll es eine Waffe geben, die ein Held aus alten Zeiten hier zurückgelassen hat. Sie ist sehr wertvoll und wird seit Generationen von uns aufbewahrt. Jetzt, da unser Volk in Not geraten ist, könnte sie dir vielleicht von Nutzen sein. Die Waffe des Heldes wird an einem geheimen Ort tief im Inneren des Berges aufbewahrt. Sprich mit dem Wächter und empfange die Waffe aus seiner Hand. Ah, anscheinend so ein Zwischenboss. Dann bekommen wir die Waffe. Sehr schön. So, haben wir hier... Achso, ich kann hier kein Schwert. Bin jetzt zu faul, da die Truhen und so kaputt zu machen. Hier ist bestimmt noch eine Truhe. Ja, aber nur so eine kleine. Ich dachte, ich bekomme jetzt hier einen Kompass oder so. Immerhin 10 Rubinen. Hilft uns jetzt nicht weiter. Aber man bedankt sich immer, also vielen Dank. Was ist das denn hinten? Oder ist hier noch eine Truhe? Das wäre sehr schön. Nein. Nein. Habe ich jetzt echt, habe ich jetzt hier eine Truhe vergessen? Nee, also ich denke nicht, dass in dem kleinen Raum zwei Truhen sind. Was ist da hinten? Moment, ich muss nochmal kurz. Sicher ist sicher. Ich gehe nochmal da lang. Nee, schade. Ich habe irgendwie in Erinnerung,
Da ist anscheinend ein Schlaf Dingens. Räum mal auf, Junge. Naja, gehen wir wieder hoch. Wo geht's denn hier hoch? Die Leiter. Genau. Na, hoch, hoch, hoch. Nee, ich da hoch. Nö, ich da hoch, Junge. Mann, räum hier auf. Hier liegen überall Steine. Okay, so. Okay, dann haben wir immerhin in dem Part ein Herzteil bekommen. Ein Fragment und sind etwas weitergekommen. Anscheinend da unten auf der Karte sieht man ja den großen Raum da, den runden Raum. Eventuell ist da der Zwischenboss, wo wir dann die Waffe bekommen. Kompass haben wir aber immer noch nicht. Das irritiert mich gerade ein bisschen, aber okay, da war ja die Brücke hier. Da kommen wir dann da lang. Da kommen wir durch und dann wieder hier durch und dann wieder hier, okay. Oh, und dann haben wir es ja schon fast. Oder hier ist der Endboss, kann auch sein. Was war das nochmal für ein Raum? Das ist ja der ganz, ist ja der Anfang, oder? Naja, sehen wir dann. Auf jeden Fall war es das dann für den Part und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao, ciao!